Fischer hat das, glaube ich, gesagt, so hat es ausgedrückt, behind cold screens you have warm bodies. Und ich denke, das bringt ganz viel zu den Fragen von Distanz und Nähe auf den Punkt. Und das ist auch noch ein Thema, wo es, glaube ich, noch viel zu explorieren gibt. Ne? Also wo entsteht Distanz? Welche Distanz wollen wir überbrücken? Mhm. Wo entsteht aber auch Nähe durch den Bildschirm? Du bist häufig in einem privaten Umfeld, siehst, wo du bist. Du hast ja auch eine Realität, gerade zu Covid-Zeiten, dass andere Menschen noch dazukommen. Oder Tiere. Was bedeutet das? Oder Tiere, genau. Mhm. Und was bedeutet das zum Beispiel für unsere inklusive SLS-Praxis? Das Thema Intimität, was würdest du denn sagen, wo entsteht, also jetzt jemand, der nicht so viel virtuell macht, was hast du in einem intimen Moment, den du erinnerst? Also ich meine jetzt nicht so intim, wie man es auch verstehen könnte, eher so ja, einen intim, ja. wo man jemanden ganz nahe kommt, den man vielleicht gar nicht richtig persönlich getroffen hatte? Die intimsten Momente erlebe ich doch in den Breakout-Räumen, in der Kleingruppenarbeit und kriege das auch immer wieder gespiegelt. Und mit fast so einem ehrfürchtigen Erstaunen, was für eine intensive und fruchtbare Arbeit in diesen Breakout-Räumen möglich ist. Ich finde manchmal befreiend einfach die Vorstellung, also gerade in größeren Zusammenkünften, dass es diesen Zoom-Magic-Algorithmus gibt und man einfach sehr wahrscheinlich nicht der gleichen Person nochmal begegnet und das dann als Chance, oder ich begreife es oft dann als Chance auf einen ganz neuen, frischen Blick auf irgendwelche Themen, die ich habe.